Hallo miteinander. Ja, die letzte Folge, die war ja mal ein Mega-Fail. Die musste ich jetzt einmal komplett nachvertonen, weil ich festgestellt habe, dass mir einfach die komplette Tonspur abgeraucht, was heißt abgeraucht ist, sondern mir komplett fehlt. Und das ist mir jetzt gerade beim Nachvertonen aufgefallen. Also, das hat mir jetzt mal gar nicht gefallen, dass das Stein ganz oben steht. Und ich werde jetzt im Keller eventuell erstmal nichts anderes machen. Also wir werden jetzt uns einfach erstmal eine Weile um den Keller kümmern. Dafür brauchen wir natürlich auch einen Haufen Stein, weil ich will da die Steine da so machen, dass wir die da in die Mitte packen. Und dann habe ich jetzt beim Nachvertonen auch noch eine kleine Überlegung gehabt, dass ich da zwischen den Kisten eventuell noch Treppenstufen hinsetzen kann, dass es dann eventuell noch ein bisschen besser aussehen kann. Natürlich lasse ich diesen Ausblick. Da kommt dann wahrscheinlich bloß Scheiben rein. Ja. Und das war's ja eigentlich schon hier mit den Stone Bricks. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und da habe ich mir jetzt dann auch überlegt, dass wir hier eventuell noch Treppenstufen draus machen können. Wo man dann dazwischen die Kisten setzen kann. So als kleine Abtrennung. Das habe ich damals gesehen bei Porkchop Media, glaube ich, war das. Die haben da beim, was haben die da, Tekkit haben die da, glaube ich, gespielt. Da haben die das auch so ähnlich gemacht mit den Steinstufen. Das hat mir so relativ gut gefallen. Und die haben das allgemein in dem System gebaut. Plus die hatten halt einfach die Möglichkeit, andere Kisten zu nehmen, die sie zum Beispiel auch Rücken an Rücken setzen konnten, und das fehlt mir halt so ein bisschen. Aber ich bin ja eher der, ich will ja jetzt das Minecraft Vanilla einfach spielen und nicht irgendwie ein komplett vermoddetes Spiel. Und da können wir jetzt sogar schon hergehen und in die erste Kiste hier schon mal die Ziegel und das einführen und das da und das da. Ja, dann fehlt mir hier noch eine Kiste mit. Was mache ich hier noch rein? Hier mache ich zum Beispiel dann Nahrung und Tier rein. Und also Nahrung, so im Allgemeinen, zählt auch das Anbauzeug und so. Und hier mache ich dann Erde und Sand und so. Was kommt dann in die Reihe rein? Das passt dann eher in die Reihe noch mit rein. Und hier in die Reihe kommen dann die ganzen Dings mit rein. Da können wir jetzt mal kurz gucken. Holz haben wir noch ein bisschen was. Ja, da machen wir jetzt gleich noch ein paar Sticks. Dann können wir nochmal gleich ein paar Schilder machen. So, na. Dann machen wir jetzt gleich nochmal ein paar Sticks. War natürlich auch nicht so geplant. Ich würde es natürlich eigentlich effektiver machen. Sticks, Schilder meine ich. Dann machen wir jetzt hier. Zack. Erde. Sand. Und hier. Ja, das Problem ist, dass dann hier es bei mir dann schon aufhört. Also da muss ich echt mal gucken, was mit den Schildern ist. Und hier, Nahrung. So. Schon gedacht, ich habe mich verschrieben. Habe einfach nur ein G vergessen. Dann können wir nämlich hier oben anfangen. Hier oben würde ich zwar auch die Nahrung schon noch drin lassen, aber ja, mir fehlt jetzt hier unten noch so ein bisschen der Raum. Wir können ja eventuell hier die Wand auch noch aufschlagen, so ein bisschen. Und da auch Kisten reinmachen, wo man dann so ein bisschen Rüstung und so Zeugs reinmacht. Jetzt blinkt mein Handy schon wieder. Irgendwie muss ich mein Handy einfach während der Aufnahme. Es ist zwar lautlos mittlerweile, aber ja. Dann haben wir natürlich auch noch das Granit zum Beispiel und so weiter. Das tun wir dann einfach mit in die Steinkiste zum Beispiel mit rein. Das Obsidian zum Beispiel auch. Gut, die Wolle jetzt eher weniger. Die Wolle. Wir müssen dann auf jeden Fall mal noch gucken, dass wir vielleicht die Wände auch noch aufschlagen. Oder eventuell auch noch die Wände hier aufschlagen und oben drüber dann noch machen. Aber zum Beispiel das Granit und so Zeugs, das kann man dann mit hier reinschmeißen. Ne, die Wolle nicht. Das Granit, das Dorit können wir auch damit reinschmeißen. Den Andesit können wir da auch mit in die Reihe reinschmeißen. Obsidian, ja, schmeißen wir auch mal mit da rein. Ich hoffe, ich vergesse es nur nicht. Und dann haben wir hier Erze.
Also mit Erz ist alles gemeint. Also auch Gold, Silber, Eisen und so weiter. Sand, Erde kommt dann hier die Kiste rein. Und dann können wir die Kiste hier komplett leer machen. Also bei Nahrung, da zähle ich alles, was mit Pflanzen zu tun hat, dazu. Also auch den kompletten Anbau und so weiter. Alles, was damit in irgendeiner Weise zu tun hat. Ich sag mal so, hier in die Kiste kommt jetzt zum Beispiel rein. Samen und dann eben die Früchte, die da rauskommen. Dann kommt hier zum Beispiel dann das Tierische rein. Also zum Beispiel kommt dann hier eben das eine Hühnchen rein. Das eine Ei. So. Und hier zum Beispiel kommt dann eben sowas hier rein, die ganzen Samen. Das sowas hier kommt da rein. Wasser schon. Und dann hier hinten zum Beispiel in die Kiste kommen dann die ganzen Blümchen rein und so. Und für Werkzeuge machen wir uns dann noch eine eigene Kiste. Jetzt gucken wir mal. Haben wir nicht nochmal einen Haufen Kürbisse? Ja, genau, die Kürbisse kommen dann zum Beispiel hier noch mit rein, weil das sind ja im Prinzip alles Früchte. Genauso wie das Weizen, sagen wir auch mal. Und das ist mit den Blümchen. Das setzen wir mal hier mit dran. So. Also dann haben wir die Kiste theoretisch schon leer. Da können wir hier in die Kiste zum Beispiel die Dings reinmachen. Sag schon. Sowas hier können wir damit reinmachen. Und dann gucken wir einfach mal, was man hier einfach mal komplett mit rausnehmen kann. Okay, sowas lassen wir zum Beispiel oben, weil das ist auch Nahrung und so. Gerade was Thema Nahrung angeht, das lassen wir alles mal hier oben. Da machen wir hier oben auch mal ein bisschen mit in die Kühlschränke mit rein. Machen wir wie so Kühlschränke. Ja, und dann kommt jetzt mal hier, kommt jetzt erstmal sowas hier rein. Es wird zwar immer nervig sein, da runter in den Keller zu rennen, aber das sollte schon machbar sein. Da haben wir hier noch mehr von dem Zeugs. Kies machen wir hier auch mit rein, das zählt für mich mit als Stein. Und nein, ich will die weiße Wolle immer noch nicht mit da reinpacken. So, und nein, nein, das ist Erde. Habe ich jetzt hier irgendwo den Stein versehentlich mit rein, falsch reingetan? Ja. Weil hier kommt normalerweise dann eher nur das Zeug rein und hier kommt dann eher das Zeug hier mit rein. Ja, das, ich sag mal so, solange das hier in der Ecke bleibt, alles. Wir haben einen Haufen Erde. So, Samen und Früchte. Da haben wir noch die rote Beete-Samen. Das da haben wir auch noch. Das wird aber eher die Tiernahrung. Da gucke ich mal, ob ich da eventuell beim Oscar in das kleine Ställchen, was wir da haben, dann da eventuell was reinpacken. Noch eine kleine Kiste, wo man sowas mit reinpacken kann und auch sowas wie Eier und sowas. Wir haben ja noch 4 Kisten. Zum Beispiel Thema Erze. Da zählt für mich zum Beispiel auch sowas wie Kohle dazu und so. Jetzt gucken wir mal, ob wir da oben einfach. Ich stelle jetzt hier mal eine komplette Kiste hin. Hier einfach mal jetzt eine Kiste, wo ich gerade mein Werkzeug jetzt einfach mal rein tue, was da ich jetzt gerade aktuell einfach mal nicht brauche. Oder was ich einfach immer dabei haben will. Gerade sowas will ich eigentlich immer dabei haben. Das ist mein Inventar. So, und der Rest wird einfach jetzt einfach mal komplett einsortiert. Alles, was wir dazu haben, natürlich zählt sowas wie das so Holz. Eben auch, gut, der goldene Apfel, der bleibt jetzt zum Beispiel, den setzen wir mal bei, den ziehen wir mal schon hier rüber in die Kiste mit rein. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles finden. Sowas natürlich auch zu Thema Holz, was damit reingehört, das ist alles Holz. Glas ist meines Ansichts nach Sand. Es ist einfach so. Es ist und bleibt Sand. Holz. Da gucken wir mal, was wir hier alles haben. Da haben wir hier die Steinstufen. Was haben wir noch? Gutes Werkzeug, das was benutzt ist. Gerade auch so ein Bogen und sowas. Das gehört alles mit da drüben rein. Sowas gehört auch mit hier drüben rein. Dann hier zum Beispiel die Zaunstücke, also die Tore,
die Gatte und sowas, das dunklere Holz mal. Dann haben wir hier eigentlich soweit schon alles fertig. Ja, was haben wir hier? Ach genau, eine Steindruckplatte, die können wir da noch mit reinpacken. Die graue Wolle. Würde ich fast sogar sagen, schlagen wir hier einfach mal kurz die Wand auf. So. Nehmen wir dafür jetzt einfach mal kurz die Steinspitzhacke hier. Total unproduktiv. Nein, schlagen wir hier mal kurz die Wand auf. Gucken, was dahinter ist. Natürlich Erde. Die Fackel setzen wir jetzt mal eins daneben. So, dann buddeln wir hier mal kurz weg. Müssen wir jetzt mal kurz Stein einsortieren können. Nicht einsortieren können, sondern Stein dahinter machen können. Den müssen wir irgendwo hier. Nicht dein Ernst. Nicht dein fucking Ernst. Okay, wir ersetzen das irgendwann mal. Wir machen das irgendwann mal noch dahinter. Aber nicht jetzt. So. Das da kommt da mit rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Die Feuersteine, na, das sind ja Steine, kommen da mit rein. Dann Erze. Thema Erze sind Diamanten, kommt da rein. Dann haben wir hier unten eigentlich nichts mehr. Was soll ich jetzt hier eigentlich reinmachen? Monster Stuff, glaube ich. Oder? Ja, machen wir hier mal das Monsterzeug rein, Federn oder das Tierzeug, so was da allgemein an Tierzeug angeht. Und so, das packen wir mal hier so mit rein. Jetzt hätte ich die Spitzhacke eigentlich schon fast behalten können, weil dann hätte ich jetzt hier auch mal kurz noch 1, 2, 3, so, hier auch noch schön 2 reinsetzen können. Also habe ich mir dann auch vorgestellt, dass ich das dann eventuell auch so weiterhin durchziehe. Ich versuche das jetzt mal noch in der Folge hinzukriegen, aber das sind jetzt auch nur noch 3 Minuten. Und dann hier zum Beispiel dann noch, keine Ahnung, was reinmache. Schauen wir mal. Die Eier kommen hier rein, dann Glas, das setzen wir jetzt mal hier rein. Wobei das drei, die drei, brauchen wir da 3 oder 4? Natürlich brauchen wir da 4. War so klar, dass wir davon 4 brauchen, aber wir haben ja mehr wie genug Glasscheiben damals gemacht. Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Glasscheiben gemacht haben, echt. So, dann haben wir hier auch mal abgeschlossen jetzt. Das Schwarzpulver, das machen wir mal hier in die Kiste mit rein. Das ist Monster Stuff. Die Kisten, die Dings hier sind Werkzeuge. Dann haben wir hier noch ein bisschen von dem Diorit. Bruchstein haben wir noch. Erde, Erde, Erde. Wolle, okay, das kommt hier mit rein. Das ist Holzzeugs. Genauso einschließlich wie das hier. Und die Wolle, schauen wir mal, das machen wir jetzt einfach mal hier rein. So, ich will halt jetzt die oberen Kisten mal so weit leer kriegen. Bis auf die hier, wobei die ist ja schon einigermaßen. So weit, wie ich es will. So, und dann haben wir jetzt hier unten doch tatsächlich echt nur noch den Stuff drin, den ich drin haben will. Fleisch. So, passt ja. Aber wie gesagt, eigentlich kann ich das Hähnchen hier unten, was ich hier unten drin habe, auch gleich wieder mit hochnehmen. Weil das kann ja eigentlich oben rein. Holz, da gehören auch für mich die Setzlinge dazu. Die hier. Dann die Türe, das hier. Monster, Tierloot, das ist das hier alles. Zucker, Zucker, Zucker. Bei Nahrung. Nahrung, bei Nahrung irgendwo rein. Das ist Monster Loot. Dann Erze ist für mich Kohle auch noch. Kohle ist ja ein Erz.
Da würde ich aber sagen, nehmen wir hier die 32 weg. Um ein bisschen was auf Tasche haben. Erze, Eisen, das hier. Holz. Habe ich Holz noch irgendwas vergessen? Ja, nein. Weil das ist Waffen. Das kommt da mit rein. Das TNT, keine Ahnung. Das packen wir auch mal mit da rein, weil wo ich mir jetzt noch nicht so sicher bin. Und das Hähnchen. Das kommt dann mit hier so rein. Weil ich die Kiste, die vordere Kiste will ich eigentlich wegmachen und die Öfen umsetzen. Weil es gefällt mir nicht so ganz mit den Öfen. Fangen wir bloß mal wieder hier mein Inventar mit dem Zeug zu. Okay, ich hatte hier unten ja noch ein bisschen Dings. Nein, nein. Abbrechen, abbrechen. Schwert. Die Spitzhacke wird ausgetauscht mit der. Warum auch immer ich zwei gebrauchte Schaufeln habe. Die Schere kommt auch nicht dahin. Die Schere, die können wir eigentlich auch runter tun. Okay, gehen wir nochmal einmal ganz schnell runter. Machen wir da das da noch mit rein. So, und da können wir die Kiste hier kurz noch abreißen. Weil die brauchen wir hier oben eigentlich nicht mehr so. Und dann können wir hier auch. Oh, da sind ja noch die ganzen Kartoffeln drin, gell? Ja klar, oh, da sind zwei ganze Stacks Kartoffeln drin. Und dann können wir hier die Ofen. So viele Öfen brauchen wir hier oben eigentlich gar nicht. Da ist auch noch überall ein bisschen Kohle drin. Packen wir mal ein Stack hier rein. Das da. Pass mal auf, die. Ne, die lassen wir mal, weil die müssen ja noch irgendwann mal anbauen. Jetzt können wir mal hier das da rein tun. So und so, das ist eigentlich fast schon ein bisschen Verschwendung. Dann gehen wir nochmal ganz schnell runter. Die Kiste hier oben, die können wir auch wieder abreißen. Die kommt dann auch mal mit unten in eine Kiste rein. So, Holzkiste, Holz, Holz, Holz. Ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Das Lied geht mir so auf die Tiere, ist auf die Nerven. Aber kennen tue ich es trotzdem irgendwie. Naja gut, das war es jetzt von der Folge auch schon wieder. Das war jetzt auch wieder die letzte. Ich gehe jetzt mal hier wieder raus. Naja, so. Und dann würde ich sagen, mit dem wunderschönen Titel, mit dem wunderschönen Hauptmenü verabschiede ich mich jetzt erstmal bis Samstag. Und wir sehen uns. Ciao.